Servus Leute und willkommen zu einem neuen Tower Fantasy Guide von mir, dem Elias. In diesem Guide zeige ich euch, was ihr alles machen müsst, um das SSA-Relikt Die Arme des Kolosses zu bekommen. Das ist ein Relikt, das für den Kampf gedacht ist und ich muss sagen, es ist stärker als man vielleicht denkt. Gefällt mir als Relikt persönlich sehr gut und da war es auch eines der ersten SSA-Relikte, die ich haben wollte. Um diese zu bekommen, müssen wir eine geheime Quest erledigen. Die wird uns zwar nirgends angezeigt, aber keine Angst, die ist ganz gut zu schaffen und überhaupt nicht schwer. Bevor wir aber mit der Quest einsteigen, müssen wir noch eine Kleinigkeit vorbereiten. Wir brauchen nämlich zwei Dinge für die Quest. Das wäre dann einmal die geeiste Erdbeerlimonade. Ihr könnt diese entweder selber herstellen mit 2 Erdbeeren, 2 Honig und 11 Wasser. Wenn ihr irgendwelche Zutaten davon nicht habt und die sucht, dann nutzt doch am besten eine interaktive Map dafür. Ich habe auch mal eine verlinkt oder in der Beschreibung mit eingefügt. Ihr könnt euch dann die einzelnen Zutaten wie Erdbeeren, Honig und so weiter anzeigen lassen und sie ganz einfach finden. Das Wasser, das bekommt ihr beim Händler in Bangas zu kaufen. Eine andere Alternative ist, die würde ich zuerst machen, ihr geht an einen Getränkeautomaten, entweder im Bangas Dock oder auf der Cetus Insel, also zum Jahrmarkt. Dort gibt es solche Automaten, die euch random eine geeiste Erdbeerlimo geben können. Habt ihr das gemacht, dann brauchen wir noch 2 Werksätze. Die bekommt ihr, indem ihr 2 kleine Geschenke bzw. 2 feine Geschenke aus dem Kristallstaubshop oder aus dem Punkteshop kauft. Öffnet die Geschenke und wählt hier 2-mal den Werkzeugsatz als Belohnung aus. So, nun haben wir im Grunde alle Vorbereitungen getroffen. Jetzt können wir dann die eigentliche Quest machen. Um die Quest zu bekommen, reist ihr am besten zum Raumriss Signalanlage Ruine. Von dort aus müsst ihr zu einer Hyänas-Plattform auf dem Wasser zwischen den beiden Inseln. Am leichtesten geht es, wenn ihr das Jetboard-Relikt habt und dann damit dorthin fahrt. Dort angekommen, sprecht ihr mit dem Hyänas-Wächter, wählt einfach immer dort die oberste Antwort aus. Habt ihr das Gespräch geführt, bekommt ihr im Missionsverzeichnis die Nebenmission Hyänenbasis in Bangas. Reist nur nach Bangas Dock und sprecht dort den Hafenwächter an. In dem Gespräch erfahren wir dann den geheimen Hyänercode: Seid freie Hyänen für die freien Hyänen. Danach geht's wieder zu der Hyänenbasis auf dem Wasser, wo wir soeben schon waren. Wir sprechen den Hyänenwächter an und wählen hier die unterste Zeile, um die freisinnigste Hyäne zu sein. Und danach wieder die unterste Zeile für die freisinnigste Hyäne. Dadurch kommt ihr in die Basis rein und sucht dort nach geheimen Informationen. Genau genommen ist es nur eine, die wir brauchen, rechts von der Tür. Sie ist überschrieben, das Hyänenspektakel. Danach müssen wir zu einer weiteren Hyänenbasis. Die finden wir nordwest der Cetus-Insel. Benutzt am besten den Raumriss Regenuferinsel. Von da aus gehen wir mit dem Jetboard zur Hyänenbasis und sprechen die Wache an. Wählt hier immer die untere Zeile in dem Gespräch, bis man euch in die Basis lässt. Sprecht dort in der Basis dann gleich zu eurer Rechten mit Morgley, dem ihr dann die Erdbeerlimo geben solltet. Als Belohnung bekommen wir dann einen Missionsgegenstand, die Konsolenkomponente. Nun reisen wir wieder zum Raumriss Cetus Insel und dann schauen wir uns das einmal an. Von dort aus sieht man nämlich 3 inaktive Signaltürme. Einer rechts von uns, einer in der Mitte und dann noch einer zur linken. Man sieht hier auch daran, dass die einfach rot sind, die anderen sind grün. Von der Cetus Insel können wir ganz einfach zu diesen Türmen fliegen und sie sozusagen wieder in Betrieb setzen. Wenn ihr einen Turm repariert habt, erhaltet ihr dann immer eine kleine Sequenz und das ist für euch dann das Zeichen, weiterzugehen und den nächsten Turm zu reparieren. Ich persönlich habe mit dem rechten Turm angefangen und dieser ist der einzige, der auch eine Besonderheit hat, denn ihr braucht hier ein Passwort, um mit dem Control Panel zu interagieren. Das Passwort lautet da 5972. Beim Signalturm in der Mitte benötigen wir dann unsere Werkzeugsätze, um die Generatoren zu reparieren. Erst dann können wir nämlich den Signalturm auch wieder aktivieren. Haben wir alle 3 Signaltürme wieder aktiviert, gehen wir zu der blau leuchtenden Plattform unterhalb der Cetus-Insel, welche wir auch immer in den Sequenzen gesehen haben. Dort angekommen interagieren wir mit ihr und werden dann auf die Plattform nach oben gebeamt.
Dort angekommen, finden wir in der Mitte unser SSR-Relikt, der Arm des Kolosses, sowie einige weitere Truhen, die wir looten können. Und ja, das war's dann auch schon zu dem Guide. Nun seid ihr dann stolze Besitzer eines SSR-Relikts, das meiner Meinung nach mega gut ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Like oder vielleicht sogar über euren Support durch ein Abo freuen und vergesst nicht die Glocke zu drücken, damit ihr auch keine weiteren Tower Fantasy Videos von mir verpasst. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Ilias, ciao.